Nun denn, wollen wir doch mal weiter voranschreiten. Ein Was ist Git. das? Prozessoren. Server. Jeder enthält Ja. Tausende von Geth. What the Können Sie fuck? uns sehen? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als Sie die Zellen in Ihrem Blut. Der ist anders als die Verteiler, die wir hier bisher gesehen Oh haben. ja. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Okay. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie da nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Dinge ändern dich. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von Ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir Ihre Urteilsfähigkeit in Frage. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Also, was meinst du? Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Ganz schön cross. Ja, es ist alles eine gute Frage. Hallo? Ich kann da wieder Geschütze übernehmen. Das heißt, es gibt gleich wieder Battle hier. Hacken Ihr Ziel. Oh, ich weiß nicht, sobald ich dieses Terminal benutze, geht's hier doch ab, ey. Ich weiß das doch. Na gut. Ist es das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Oh ja. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Na dann? Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Nehmen wir mal den. Kontrolle. Vielleicht den hier. Achtung, Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Das Größte machen wir ja selbst, ne? Okay, vielleicht mal den hier auch, ne? Achtung. Ups. Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Autsch. Wer macht mir da Aua? Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Tower Defense Dings. Oh, und sie sind alle durchgekommen. Dass auch immer der fucking Raketenschütze durchkommen muss, ne? Automatische Flugwaffen. Ach, da drüben auch noch. Das lobe ich mir. Und jetzt? Achtung,
Download von Heretic Runtimes auf zur Kenntnis genommen. Oh, sie machen weiter. Wo sind sie denn? Ja, wie läuft sie denn? Ach, da. Da ist wieder ein Jäger. Bam. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist aber kein Problem. Ach du Kacke. Bereit für nächstes Ziel. Entschuldigung. What the fuck, einfach nur. Erstmal ein bisschen Munition einsammeln. Warum leuchtest du immer noch? So. Muss ich hier theoretisch irgendetwas machen? Warte mal, den aktivieren wir doch auch mal. Sudokumant. Oh. Wir können aber trotzdem in Deckung gehen. Könnten die mal bitte aufhören? Ach. Wieso jetzt? Ach du Kacke. Okay, das, ihr könnt ja nix, Könnt ihr, dass ich hier immer von zwei Seiten beschossen werde? Aloy. Ah, okay. Datensuche und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Das ist echt schwierig, ja. Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in Ihre Hand. Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen? Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Wenn sie das Recht auf ihre eigenen Entscheidungen haben, wozu dann eine Gehirnwäsche? Wir haben nur auf diese Option hingewiesen, sie jedoch nicht empfohlen. Die Entscheidung liegt bei Shepard Commander. Was hält sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Nee, komm, wir schreiben die um. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Wenn sie umgeschrieben werden, werden ihre Leute sie dann wieder aufnehmen? Werden sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Klingt doch gut. Dann nehmen sie sie. Setzen sie das Virus frei, wenn wir Kontrolle über den Kern haben. Verstanden. Okay, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Also besser, als sie alle kaputt zu machen. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Was bedeutet das? Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ULG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Ich wünschte wirklich, Sie hätten das früher erwähnt. Zurück zum Schiff, im Laufschritt, Leute. Ach du Kacke. Verdammt, ich habe voll den beschissenen Orientierungssinn. Wie komme ich die wieder zurück? Ach Kackmist, ey, das war schon mal falsch. Vielleicht dadurch diese rote Tür? Okay, ganz ruhig bleiben. Das kann ja nicht so schwer sein. Ah ja, okay. So, wir müssen einfach nur wieder zurücklaufen. Geth-Schütze, nein! Das wäre ja auch zu schön gewesen.
Und weg hier los. Oh, da ist ja noch einer, ey. Okay, noch 2 Minuten. Ja, Hauptsache erstmal ein Geth-Kommandant, ne? Oh shit. Ich glaube, den müssen wir wegmachen. Oh, oh, oh. Komm her! Einigkeit und Recht und Freiheit. Sind die jetzt tot? Tun wir einfach mal so, als wenn sie es wären. Ah, okay. Phew! Das ging ja noch. Ich dachte, jetzt geht's voll auf den Arsch. Bloß weg von hier. Katsching! Oh, das war doch eine feine Sache. Badam, badam. Cool bleiben. Nach dem Einsatz einer Kraft sind alle anderen Kräfte während der kurzzeitigen, während der kurzen Abklingzeit nicht verfügbar. Jetzt wollte ich das mal so cool vorlesen und es hat nicht geklappt. Tja, das kommt davon. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Commander Tali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Schon unterwegs, Joker. Jetzt noch 2 DB-Farmen. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests an Geth-Hardware durchgeführt. Wir hielten es für nötig, unser Volk vor einer möglichen Aggression zu warnen. Wir haben die Geth bereits stärker gemacht, indem wir die Anbeter der Reaper umgeschrieben haben. Ich lasse nicht zu, dass Legion die Flotte gefährdet, indem er ihnen noch mehr Informationen gibt. Die Schöpfer haben Tali verstoßen. Sie gehört nicht mehr zum Schöpferkollektiv. Warum schützt sie immer noch die Interessen der Schöpfer? Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Tali, ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß, aber wenn die Geth herausfinden... Sie würden angreifen, was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Geth als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Information weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Super, ich bin so vorbildlich. So, ich habe gerade ein paar Vorbildpunkte gesammelt, ne? Mal gucken, ob wir uns bei Miranda einschleimen können. Und dann will ich auch nochmal nach Upgrades gucken. Ich habe zu arbeiten, Commander. Wenn Sie plauschen wollen, gehen Sie zu Ihrer Freundin Jack. Schmollen Sie ruhig. Ich schmolle nicht. Ich schmolle nicht. Na gut. Dann nicht. Dann nicht. Ach ja, genau, hier. Updates. Upgrades, Updates. Ich rede nochmal mit Thane. Hallo, Thane. Hallo, Thane. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Natürlich, Shepard. Kommen Sie. Ich habe über Sie nachgedacht. Und ich über Sie. Wirst du dir mein Geständnis anhören, Sia? Ich würde nicht mit dir reden, wenn mich nicht interessieren würde, was du zu sagen hast. Nach meiner Heirat mit Erika haben mich die Hannah gehen lassen, um eine Familie zu gründen. Aber ich konnte nichts anderes und habe mich selbstständig gemacht. Nach dem Mord an Erika habe ich die Verantwortlichen gejagt. Sobald sie tot waren, hatte ich kein Ziel mehr. Ich habe den Dentius-Auftrag angenommen, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen. Also war es dein Glück, dass wir dann gekommen sind? Es war, als hätten die Götter eingegriffen. Ich wäre in dem Penthouse gestorben. Ich hätte meinen Auftrag erfüllt. Und wenn Asanas Wachen mich danach erwischt hätten, wäre es ein guter Tod gewesen. Aber jemand anders war auch auf dem Weg zur Zielperson. Ich war gezwungen, schneller zu handeln. Es war eine Herausforderung. Ich musste sie zuerst erreichen. Ich hatte keine Ahnung, dass du geplant hattest, dort zu sterben.
Ich hatte es nicht geplant. Mein Körper hatte seinen Tod akzeptiert. Und mein Geist war längst tot. Aber ich habe noch einen Ziha getroffen. Die wenigsten haben das Privileg, auch nur einen zu treffen. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was ein Ziha ist. Einer der Kriegerengel der Göttin Arashu. Unerbittlich in seinem Zorn. Ein beharrlicher Beschützer. Ich gestehe, dass ich viel für dich empfinde. Vielleicht bin ich ein Narr. Wir sind sehr verschieden. Ich weiß nicht, ob wir uns gut genug kennen, um es Liebe zu nennen. Aber ich empfinde auch etwas für dich. Mehr als Freundschaft. Ich habe nie Zuneigung für eine andere Spezies empfunden. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Dann werden wir es wohl rausfinden müssen. Ich freue mich schon auf die Erinnerungen. Ist das süß! Na, hat sich doch bloß nochmal mit ihm zu schnacken. Der gute Thane. So, jetzt wissen wir auch endlich, was ein oder eine Seeha ist. Eine Seeha. Gut, Upgrades jetzt und ich glaube, wir müssen damit mit der Hauptquest auch mal langsam voranschreiten. Ich wette, der verdammte Unbekannte hatte auch wieder was für uns parat, der Gute.